Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge From Zero to Hero und hier von Dame zu König oder wie auch immer. Wir sind hier im Sonntags-Livestream, wie immer, mit dem Axel und sind hier heiß am Dame spielen. Servus! In einem Challenge-Sonntag. Ja, irgendwas spielen Mühle. Ja, ach ja, richtig, Mühle ist es. Was ist der? Aber Dame sieht doch fast genauso aus, oder? Kann das sein? Ein bisschen anders. Von da, bei Dame machen wir von rechts nach links oder von gegenüber zu gegenüber. Ah, was weiß ich. Gut, alles klar. Nee, Mühle natürlich, sorry. Mein Fehler. So. So, ich bin jetzt wieder dran, aber ja. Theoretisch ja. Ja. Praktisch auch. Aber ich bin ja eigentlich komplett eingeparkt im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ich, Ich ziehe von C8 auf B8. C8. C8. Soll ich das einfach machen oder so? Ich hoffe, dass die Jungs sich einspielen und da schneller werden. Jo. Oh, oh, Axel, siehst du, was ich sehe? Ja, ja, warum bewegt sich da jetzt noch einer? Ja, weiß ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Den bleiben da hinten in der Ecke. Ist alles passiert, was passieren sollte. A6 auf A5. Nee, halt, stopp, nicht der. Nee, Quatsch. B2 auf B4. Kann ich egal welches Auto von ihm dann nehmen? Ja, das kannst du dir aussuchen. Okay, gut. Wo bewegt sich denn gerade was? Noch gar nicht. Mal gucken, wer schneller ist. Was hast du gesagt? B2 auf B4. Was, B2? B2 ist aber ein Weiser. Ja. Sag mal. Ach, ja. Mensch, nee, ich treffe von meinem Auto, Junge. Alter. Was ist denn das jetzt? Junge, ich hasse Skype-Anrufe. Ist zum Götzen. Wahnsinnsfette Beute. Ja, nicht das B3, was da hinten ist. B3. Auf B4. Hm, verstehe. Genau. Das war mein Guckfehler. So. Palim, palim, palim. Dann logischerweise ich von B2 auf B1. Mühle. Eine Mühle hat er. So, jetzt kann er mir ihn wegnehmen. Ja, ich muss noch die taktisch überlegen, was ich da am besten mache. Ach, natürlich. Doch stellt sich doch ja nicht so Frage, Junge. Ich hätte gern entfernt dieses Schandfleck auf... Nein, natürlich nicht so. Diesen wunderschönen schwarzen Pickup-Truck auf C5. Auf C5, okay. Und bin ich jetzt auch dran? Nee, Quatsch, ich habe ja gerade die Mühle gemacht. Passt. Nix gesagt. Genau. Palim, palim, palim. So. Dich. So. A3 auf A4. A3 auf A4. Ja, A3, genau. Wo ist denn A4? Na, A4 ist bei Meile da drüben. Unterhalb der B4. In der Mitte. Ach, in da. I see what you want to do, my friend. Ach so, aber das kann ich ja ganz einfach unterbinden. Und zwar, jetzt muss ich aber kurz überlegen. Wenn ich jetzt von C4 auf C5 gehen würde, dann hätte ich das Auto geklaut. Aber welches? Spannend. Ich gehe auf C. Warte, nee, ich denke. Ja.
Ich würde jetzt C4 auf C3 nehmen, dann habe ich eine Mühle, dann könnte ich ihm ein Auto klauen. Wenn ich ihm keins dieser drei klaue, dann hat er eine Mühle. Das heißt aber... Wenn ich ihm das... Gut, also wir können schon mal von C4 auf C3 rücken, aber ich muss noch gucken, was ich wegnehme. Weil er hat definitiv eine Mühle, wenn ich jetzt hier... Scheiße. Ja, ich würde mal... Er muss den wegnehmen, ne? Ja, ich weiß. Ich muss jetzt weiterdenken, was ich danach mache, weißt du, das ist das Problem. Ja. Weil weggenommen ist schnell, aber ich muss ja dann wieder was machen. Ja. Hört sich an, als ob du gerade schwanger bist und ein Kind kriegst, Junge. Ja, ich nehme C2. Aber das war nicht so optimal. C2 ist dein Auto. Nein. Also C3, er meint C3. Das ist irgendwas anderes, ja. C3 ist das, der genau. Der Ecke da, genau der. Ah, lol, da habe ich zweimal C2 gemacht. Ja, hast du. Ja. Okidokili, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Das ist das. Das ist das. Ja. Yeah. Okay. Mal gucken, ob das so passt. Warte kurz, ich muss kurz überlegen. Wir nehmen den dorthin. Dann macht er das. Den dorthin, dann macht er das. Warte mal. Eins. Warte mal, er macht eins. Dann macht er das in zwei. Dann macht er das in drei. Okay, ich mache eins. Pum. Ne, warte mal. Eins. Warte, lass mich kurz sehen. Eins, zwei, drei. Dann hat er auch. Ich hol mir mal ein Snickers. Ne, hat er nicht. A2 auf A3. So. Ja, Haley, denken, ja, hier muss ich bitte. Denken. So. YouTube Arenas, lasst natürlich, wie gesagt, ne, sehr gerne das Däumchen da. Wir spielen hier Mühle. Ist natürlich ein kleines Denkspiel, ne, aber ist wirklich... ist wirklich sehr, sehr geil, was die Jungs sich ja und Mädels sich ja ausgedacht haben. Gut. So, das heißt, er macht jetzt auf jeden Fall eine Mühle. Er nimmt von A6 auf A5 oder was auch immer. Dann hat er hier hinten eine Mühle, dann nimmt er mir einen Stein weg. Das heißt, ich mache jetzt...
Da rattert's im Karton. Pong, 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 pong. Ich mache. Du machst? Ich mache von A1 auf A2. A6 auf A5. Das heißt, er ist weg. So. So, ich nehme weg Palim, Palim, Palim. ich nehme weg, warte. B1. Gut. Liebe Leute, B1 geht normalerweise nicht, wenn ich richtig sehe. Das ist ja, hat er, geht auch nicht. Du kannst aus einer geschlossenen Mühle keinen rausnehmen. Wurde ja nicht gesagt. Das ist die Spielregel von Mühle, Digga. Dafür, dass du keinen Mühle kannst, ne? Bist du da ja, auch? Das haben sie bei mir auch reingeschrieben, aber ich habe gerade gar nicht gesehen, dass das eine geschlossene Mühle ist. Okay, dann nehmen wir, warte, dann nehmen wir C2 weg. Dann mach ich fahre von ich spacke meinen Kopf und nehme mit ich fahre von C5 auf C4. Okay, okay, okay. Bin A8. Nee, warte. Chat, kurze Frage, kann man eine Mühle wieder auflösen, wieder zusammenfügen? Geht das? Überlege noch. Du oder dein Chat? Ich. Lass mal laut denken. Pum, 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 pum. A5 auf A6. Oder mache ich die Mühle zu wieder? Von 4 auf C5. Und nehme
G6. Oder warte mal. Ja, ich meine, ich könnte mir jetzt B6 nehmen. So, dann macht er seine wieder zu, dann nimmt er mir wieder ein, aber dann kann er eigentlich nur, das kann er nicht wegnehmen, den kann er wegnehmen, nur den kann er wegnehmen. Nur den kann er wegnehmen. Dies zu, den da hinten kann er nehmen, dann kann er aber von mir aus auch mit nach Hause nehmen, den brauche ich nicht. Also nimmt er definitiv B5 dann raus, wenn ich jetzt den B6 nehme. Wenn er aber, wenn ich A6 nehme, dann macht er die Mühle nicht zu. Aber dann krieg ich keine mit A. Ach doch. Na gut, nee, dann nehme ich A6. Mhm. So. A4 auf A5. A4 auf A5. Dann A4. Ach ja, nee. Okay, jetzt rückt er den vor, dann rückt er den raus. Boah, das heißt, er steht wieder vor der Mühle. Oh, er hat 3 draußen, ich 1. Das Aufmachen ist schon mal ausgeschlossen. Das bedeutet, ich verliere B2, weil er ist sowieso eingepackt. Oder A2. Junge, das ist um die Uhrzeit. Kräftig. Ich kann ja eh nur die A2 nehmen, aber wo fahre ich hin? Aber das ist eigentlich auch wurscht. Obwohl, nee. Ich fahre mit A2 auf B2. So, dann machen wir deine Mühle zu. Ich mache auf von A8 auf A7. Ich habe eine Regelfrage. Ja. Ist das jetzt bei Dame oder Mühle, wenn ich ihn jumpe, dass das auch mir ist dann? Das ist bei Dame. Aber ich kann ihn ja trotzdem jumpen jetzt. Nein. Wieso? Ich habe doch 3 in der Reihe und er steht vor mir.
kann ich doch über ihn springen, oder nicht? Nein. Nein. Wann kann ich denn dann springen? Wenn du noch 3 besitzt. Ach so. Ach so ist das. Definitiv noch mehr als 3, also wenn ich nicht ganz sehr verzählt habe. Krass, ey, wenn ich Dame spielen würde, könnte ich jetzt übelst einen auslöschen. Ja. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Jetzt hast du 2. Ach so, warte mal. Habe ich das Gefühl, dass ich am Arsch bin. Ich kann damit nichts anfangen. Er hat hier einen offen, da kann ich aber nichts gegen machen. Und er hat da einen offen, da kann ich auch nichts gegen machen. Die darf ich nicht aufmachen. Dann fahre ich von ich fahre einfach weiter. Weil was ändert sich dann? Ich fahre von B2 auf C2. Eins vor einfach. Okay. Und mal als kleine Information an die YouTuberinos, wir lassen die Folge jetzt ja einfach durchlaufen, weil es jetzt gerade hier in dem Denkstadium sinnfrei wäre, da abzumoderieren. Wir schneiden das dann einfach an dem Punkt jetzt hier, na, und dann geht es quasi in der nächsten Folge weiter, bloß dass ihr Bescheid wisst. Abmoderation. Genau.